Ja, wie ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt habt, ist von den Saudis Wladimir Putin mit Begeisterung empfangen worden. Das Problem war, dass unser Frank-Walter Steinmeier eine Stunde dumm rumstand. Und man hatte glatt vergessen, den Typen überhaupt abzuholen. So, und das drückt eigentlich auch aus, wie die ganze Welt über diese Narren denkt. Und wenn eine Baerbock in ihrer grenzenlosen Intelligenz in Kairo schlichtweg des Feldes verwiesen wird, dann ist das mehr als beschämend. Und dafür sollte man dann wirklich nicht extra ans Nordmeer fahren, um Watt zu suchen. So, das nächste ist, ihr alle habt wahrscheinlich mitgekriegt, dass der gute Biden den Herrn Zelensky nach Washington eingeladen hat, um seine unverbrüchliche Treue der USA mit den Ukrainern zu dokumentieren. Das dürfte ihm in Amerika unwahrscheinlich viele Pluspunkte bringen, zumal die sich gerade direkt in einem Wahlkampf befinden. Und das Entscheidende ist, ihr kennt alle sicherlich noch, vielleicht so ein bisschen in Erinnerung, einen Donald Trump. Der hat zum Beispiel heute in einem Video gesagt, er würde diesen Krieg sofort beenden, wenn er denn die präsidiale Macht hätte. Das heißt also, er meint, nur wenn man in Amerika Präsident ist, hat man die Macht, einen Krieg zu beenden. Oder aber, wie schon Hillary Clinton sagte, Biden wird einen Krieg anzetteln. Biden hat einen Krieg angezettelt. Und das Schlimmste ist dabei, das ist meine persönliche Meinung, die Amerikaner hätten sich nie zu träumen gewagt, dass die Russen so lange standhalten würden und dass dieser Krieg inzwischen 2 Jahre geht. Das hat die amerikanische Substanz erheblich verbraucht. Und wenn ein Zelensky heute schreit, er braucht mehr Militärhilfe, dann kann ich nur sagen, meiner Meinung nach hat er die Hälfte der NATO-Ressourcen in der Ukraine komplett verbrannt, ohne einen Meter gewinnen zu machen. Das ist das Entscheidende. Der Vogel ist kein Zentimeter vorangekommen. Und ich gehe auch davon aus, wenn Joe Biden mit ihm spricht, dann wird er offiziell für die Presse sicherlich Umarmungen durchführen, aber im Stillen sagen, mein Freund, es ist vorbei, es gibt nichts mehr. Damit ist der Krieg, wie ich euch schon vor einem Monat gesagt habe, spätestens im März, April vorbei. Und dann heißt es auch für die Idioten aus Deutschland, endlich Abschied zu nehmen. Das wollte ich euch sagen und das hoffe ich, dass es auch so kommt. Danke.